So, der zweite Part von dieser Nebenoperation. Ihr wisst, ich bin ein langsamer Spieler. Und ich hole mir Informationen. Ich brauche Diamanten nach die Steuerung fürs Stromnetz. Das braucht kein Mensch. Okay. Und schickt mir den gleich nach Hause, in der Hoffnung, dass sich jetzt in der Zwischenzeit keiner genähert hat und das mitbekommt. Da unten pennt jetzt einer, das ist ja auch schon mal etwas wert. Steht der vorne oder hinten? Der steht vorne. Und der hat ein Scharfschützengewehr, das ist auch nicht so prall. Kriege ich den von hier? Ja. Sicher ist sicher. Diese Scharfschützen können schon einen gewaltigen Schaden verursachen. Ich höre Schritte. Von wo nach wo? So, hier ist noch irgendwas. Shit, da kommt einer rein, oder? Cool. The map has been updated. Hier steht auch nichts herum. Da draußen läuft wieder einer seine Runde. Die Frage, kommt der von da draußen hier rein? Meine Güte, beeil dich mal ein bisschen, bevor diese Eierbären wieder aufwachen. Oder läuft der vorbei? Der läuft vorbei, das ist gut. Der hat anscheinend irgendwas gehört. Spit it out. Where are your friends? Die Mörser sind auch gut, die nehmen dann ebenfalls noch mit. Jetzt schmeißen wir mal die ganzen Säcke da raus. Wir werden ja nicht ewig schlafen, dann müssen wir es vorher heimschicken. Auch wenn das ein bisschen mit Risiko zu tun hat. Einmal. Zweimal. Einmal und hoffen wir es. Subject on board. Leave the rest to us.
ebenfalls weg. Du hast was gesehen? Sag mal, Spinne? So, raus hier schnell. Und sie wegschicken. Dann kümmern wir uns um den Eierbären. Nee, kann ich nicht. Ich muss warten. Psydops List Update. Na kommt, einer nach dem anderen, legt euch alle auf den Haufen, ich schicke euch dann alle gemeinsam nach Hause. Gestresst gerade, weil das läuft alles nicht so ruhig, wie ich das gerne hätte, aber ich schätze mal, das wird so weitergehen, weil das Spiel muss ja schließlich schwerer werden. Okay, Outpost Captured, das ist ja eine Lüge. Aber das ist kein Problem. Weil auf die zwei Häuser draußen stehen ja auch noch Wachen. Da sind die jetzt alle hereingelaufen. Jetzt hier ein Diamanten. So, dann schauen wir mal auf die Map. Wir brauchen Rohdiamanten. So, da. 20 Meter in die Richtung. Gut. Das kriegen wir hin. 15. Da liegt nur noch, der pennt. Habe ich einen vergessen zum Wegmachen. Ah ja, genau. So, dann hüpfen wir da mal das Fenster gekonnt. Ein großer, ist das nicht schön? So, wo ist der zweite? 5 Meter in die Richtung. Okay. Der wird draußen herum eiern. Der LKW kommt schon wieder. Es sind zwei Leute, ich habe noch 3 Schuss. Das sollte eigentlich möglich sein. So, Burschen. Die sind ja eh 0, nix an die da. Sind ja gut zu Fuß. Na, dann greifen wir sie in den. Sehr schön. Dann haben wir den ebenfalls, da war ja ein Mediziner dabei bei der LKW vorher, wenn ich mich recht erinnere. So, da. E. Wo ist E? You gotta extract him. You have arrived at your destination. Leute, ich finde keinen Diamanten.
Kann ja nicht sein, dass der doch da drinnen ist. Ich sehe auch nichts funkeln. Ach, Blödsinn, Energiesystem. Bin jetzt davon ausgegangen, dass jeder Haken tatsächlich Diamant ist. Verzeiht mir. Was haben wir hier alles bereits erhalten? LKW. Flug. Hat er nicht noch irgendwas gesagt von Mörser? Egal. Gut, das haben wir. Wir haben das wieder mal komplett gesäubert. So wie es sein soll. Da oben noch mal kurz reingucken. Haben wir nämlich nicht umgeschaut. Nee, aber es gibt hier keine Ressourcen, die ich irgendwie verwerten könnte. So, dann glaube ich, da vorne ist noch ein Geschütz herumgestanden. Das war, glaube ich, ein AMG. Wird mitgenommen. Caution. Sandstorm approaching. Mitnehmen. Sandstürme wären besser, wenn man die rufen könnte. Auf Kommando. So, dann. Es gibt hier nichts mehr. Gut, dann rufen wir den Hubschrauber herbei. Sagen treffen. Das Ding kann ich ja auch noch nicht mitnehmen. Nee, 0%. Nein, dann machen wir das ganz einfach so. Jetzt unterbreche ich aber wirklich mal die Aufnahme. Und wenn der Sandsturm vorbei ist und der Chopper drin sitzt oder einsteige, dann geht's weiter. So, eigentlich wollte ich erst wieder auf meiner Mother Base einschalten, aber aufgrund dessen, wir haben nämlich hier einen Exoten gefangen, nämlich eine russische Landschildkröte. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, aber den nächsten Break gibt's dann auf der Mother Base, wenn wir landen. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, sind wir bereits im Landeanflug und ich kann auch schon aussteigen. Dann rempeln wir mal ganz auf die elegante Dicke. So, jetzt markieren wir es noch, damit wir wissen, wen wir schon moralisch stabilisiert haben. Sehr schön. Dann reißen wir hier das eine Poster ab. Das bringt noch mal 500 GMP. Das sind Peanuts, zwar bei die Beträge, was wir jetzt für alles bezahlen. Und hier ist das zweite Poster. Und dann schmeißen wir uns hier nach oben. Da oben liegt ja der Bauplan, den wir schon aus dem Hubschrauber gesehen haben. Bis hierhin sind wir ja gekommen, aber da sind wir nie nach oben gelangt. Und das ist jetzt weg. Hier auf der Rückseite ist jetzt eine Leiter. Sehr schön. Und da haben wir den Bauplan von was auch immer. Was haben wir erhalten? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich habe mir gerade verlesen. Emblemteil erhalten, Vordergrund, Kampfjet. Oh Gott, ich habe gehofft, dass es irgendwas Nützliches. Bei den Emblemteilen habe ich gehört, es gibt ja ab einem gewissen Punkt in der Geschichte steht ja Quiet nicht mehr zur Verfügung. Und man kann das aber... Oh, das überlebt ja doch nicht. Man kann das allerdings länger benutzen, das Teil. Benutzen ist natürlich ein geiles Wort dafür. Und indem, dass man Schmetterlinge im Emblemteil hat. Wir werden das dann einmal testen, wenn es bei mir soweit ist. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen jetzt mit dieser Mission. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, seid nicht schüchtern, gebt mir einen Daumen nach oben.
Vielleicht abonniert der eine oder andere sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Na, dann bedanke ich mich recht herzlich, wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!